Der Porsche Carrera Cup 2018, Deutschlands schnellster Markenpokal. In der nächsten halben Stunde gibt es hier noch einmal das Beste aus über 27.000 Rennkilometern. Packende Duelle, knallharte Fights, Höchstleistungen und Dramen. Die vergangene Saison hatte alles zu bieten, was Motorsportherzen höher schlagen lässt. 28 Piloten kämpften um Punkte und Pokale. Und am Ende machten zwei Teamkollegen den Titel unter sich aus. Mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ich bin der glücklichste Mensch im Fahrerlager. Oschersleben im April. Hier geht sie los, die 29. Saison des weltweit ältesten GT-Markenpokals. Es ist aber auch der Anfang vom Ende, was die Titelambitionen von Carlos Rivas in der Amateurklasse angeht. Rennen 1 endet nach wenigen Metern vorzeitig in der Boxenmauer. Titelkonkurrent Jörn Schmidt-Stade hat beste Sicht auf das Duell zwischen Rivas und Michael de Quesada. Die Berührung unglücklich, der Einschlag final. Rennen 2. Durchfahrtsstrafe nach Frühstart. Schlechter kann eine Saison nicht beginnen. Direkt erste Rennen habe ich gerade so 50 Meter geschafft. Das heißt, der Anfang war sehr schlecht und es ging auch ein bisschen so weiter, bis, wie gesagt, jetzt am Nürburgring, da hat sich da das Blatt ein bisschen gewendet. 7-mal holte Rivas die volle Punktzahl in der Amateurwertung. 5-mal stand Jörn Schmidt-Stade ganz oben auf dem Podium. Mit einem Sieg und einem zweiten Platz machte der Düsseldorfer beim Finale in Hockenheim den Sack zu und holte sich zusammen mit seinem Team Zito Preziosa den Titel. Ziel war ja in der ersten Saison zu lernen und in der zweiten Saison, die wir jetzt Carrera Cup bestreiten, auch kompetitiv zu sein. Und das ist uns gelungen. Und klar, ich habe mir schon gewünscht, Meister zu werden. Ja, das lag nicht so fern. Der Red Bull Ring, zweite Station 2018. Für Dylan Pereira sollen in der Rookie-Wertung 2 weitere Siege folgen. Doch der Luxemburger wird wegen Spritmangels nach der Qualifikation ans Ende des Feldes strafversetzt. Was folgt, sind die Rennen seines Lebens. In Lauf 1 fährt er von Position 31 auf Rang 9. Beim zweiten Rennen geht's noch weiter nach vorne, bis er nach diesem Kontakt mit Gaststarter Richard Highstand mit leeren Händen dasteht, wie so oft in diesem Jahr. Vor allem so Rennen waren zwar ziemlich gut, aber ja, leider hatte ich dann wenige Punkte für die Meisterschaft mitgenommen und jetzt musste ich hinterherlaufen und immer viele Punkte machen, um eben vorne zu sein. Am Ende des Jahres holte der 21-Jährige 6-mal die maximale Punktausbeute in der Wertung der Carrera Cup Neueinsteiger und sicherte sich den Titel in der Rookie-Wertung. 8 Punkte dahinter der Pole Igor Walilko, gefolgt von Tim Zimmermann. Der Deutsche fährt für das Team von Black Falcon, welches in der Eifel beheimatet ist, also nur einen Gasstoß vom Nürburgring entfernt. Heimspiel beim dritten Saisonwochenende des Carrera Cup. Das Kuriose: Die Cup-Elfer der Schwarzen Falken fahren die 1,5 Kilometer von Meuspart zum Ring auf eigener Achse. Auch mit dabei 16 Piloten aus dem Porsche Carrera Cup Scandinavia. Das wird eine tolle Atmosphäre mit den 44 Autos. Das wird sicherlich die größte Herausforderung, dass wir so viele Autos haben werden. 44 Starter in der Eifel und das auf der Kurzanbindung des Nürburgrings. Das größte Feld des Jahres kommt dennoch gut durch das erste Nadelöhr, von kleinen Rennplan mal abgesehen. Der Carrera Cup Scandinavia fährt zusammen mit dem deutschen Pendant. Jedes Championat verteilt aber seine eigenen Meisterschaftspunkte. Tim Zimmermann hat zu kämpfen. Platz 11 im ersten Rennen, folgt ein Ausfall in Lauf 2. In einem actiongeladenen Samstagslauf geht der Sieg bei den Fahrern des Carrera Cup Scandinavia an Lukas Sundahl, der im gelben 911er später auch Meister wird. Rennen 2 am Sonntag gewinnt er hier, Pontus Fredriksson.
Chris Wright, hier mit der Onboard, fährt sein erstes Jahr im Carrera Cup Deutschland, ebenso sein Team MSG HRT Motorsport. Nicht nur am Nürburgring musste die Mannschaft aus Norddeutschland Lehrgeld zahlen. Aller Anfang ist schwer. Für uns ist es bestimmt noch ein langer Weg, aber wie gesagt, wir sind da realistisch. Und das muss man ja auch sein. Also erstmal kleine Brötchen backen, alles verstehen und halt zusammen mit den Fahrern immer besser werden. Dass die HRT-Piloten noch andere Talente haben, zeigte sich bei einem Ausflug auf den Golfplatz. Wobei die Jungs auch hier nicht aus ihrer Haut können. Die Exkursion auf den Golfplatz kommt nicht von ungefähr. Chris Wright hat vor seiner Rennfahrerkarriere in den USA professionell Golf gespielt. Kim-André Hauschild war auf Landesebene in Niedersachsen erfolgreich. Einzig Youngster Tom Lautenschlager ist Laiengolfer. Also ich glaube, der Wettkampf ist immer da, egal ob auf der Strecke, beim Tennisspielen, jetzt hier beim Golfen. Wenn wir was zusammen machen, will man natürlich immer der Beste sein, weil man natürlich auch das Bestmögliche gibt dafür. Und ich denke, der Favorit ist Chris und mal gucken, ob ich mir da was abschauen kann. Schnell wird klar, dass man von Chris Wright noch sehr viel lernen kann, zumindest auf den Grünen. Kim-André Hauschild hingegen hält beim ehemaligen Profi aus den USA gut mit und findet sogar Parallelen zum Rennsport. Ja, so näher als man denkt vielleicht, weil die Konzentration in beiden Sportarten ist extrem wichtig, eines der entscheidendsten Kriterien. Weil, ich sag mal, es ist von der Theorie her nicht so schwer, einfach einen Golfball mit einem Schläger zu treffen. Es ist von der Theorie her aber auch nicht so schwer, einfach ein Lenkrad von links nach rechts zu drehen und drei Pedale zu treten. In beiden Sportarten ist halt extrem wichtig, dass der Fokus da ist, dass die Konzentration da ist. Und das ist beides Kopfsache und das ist ein ganz entscheidender Anteil in beiden Sportarten. Am Ende des Tages kann sich aber auch Hauschild nicht gegen Wright durchsetzen. Der Profi holt beim Golf den Sieg. Für die nächsten motorsportlichen Lorbeeren geht es erneut in die Eifel. Der AVD Oldtimer Grand Prix zieht Fahrer und Fans gleichermaßen in seinen Bann. An diesem Wochenende gastiert der Porsche Carrera Cup im Rahmen des weltweit größten Oldtimer-Festivals auf dem Traditionskurs. Das Erbe vergangener Zeiten. Auch für die Cup-Piloten von Race Union etwas ganz Besonderes. Yeah, you know, it's so many beautiful old cars. Es gibt hier so viele wunderschöne alte Autos und wir sind hier und jetzt Teil der Geschichte. Es ist schon verrückt, die neuen und alten Fahrzeuge Seite an Seite stehen zu sehen. Wir sind vor vielen, vielen Jahren Rennen gefahren und wir sind jetzt hier mit dabei. So, you know, it's always nice to be part of it. Rund 500 historische Fahrzeuge gab es im Fahrerlager zu bewundern. Die Zeiten ändern sich, das wird einem auch bewusst, wenn man mal die Logistik damals und heute vergleicht. Anreise der Rennfahrzeuge auf eigener Achse? Keine Seltenheit. Im Porsche Carrera Cup rollen heute gut 18 Meter lange Hightech-Trucks mit der wertvollen Fracht an Bord quer durch Europa. Zurück zum Sportlichen. Und da stehen zwei Wertungsläufer auf dem Grand Prix-Kurs auf dem Programm. Links im weißen Fahrzeug ist es im ersten Lauf Jaap van Laren, der sich an Poleman Thomas Breining vorbeischiebt. Der Niederländer war erst beim dritten Saisonwochenende zum Cup dazugestoßen und ersetzt bei Förch Racing den erkrankten Stefan Horschmann. Die Mercedes-Arena wird an diesem Wochenende übrigens nicht befahren, denn dort ist auf 16.000 Quadratmetern das Ausstellungsgelände von Porsche Classic. Noch auf den ersten Metern wird es richtig eng. Am Ende schaffen es 9 Fahrzeuge nicht in die Wertung. Van Laren hält sich schadlos und springt erstmals die Lechner-Falance. Boah, war unglaublich schwer. Aber guck hier, die Oldtimer, ja? Erster Platz. Ich bin happy. Von der Nürburg an die Nordsee. Bereits eine Woche später geht's in den Dünen von Sandford weiter. Thomas Breining
Nun wieder dort, wo man ihn kennt, an der Spitze des Feldes. Nach einer Safety-Car-Phase verschärft der Österreicher jetzt wieder das Tempo. Van Lochen hat bei seinem Heimspiel alle Mühe, dran zu bleiben. Nun, wo es das erste Mal wieder mit Vollgas auf Start und Ziel geht, richten sich aber alle Augen auf das hintere Mittelfeld. Es kracht, aber wie sehr, das wird erst in der Wiederholung deutlich. 911er segeln in alle Richtungen, das Fahrzeug von Glent van Parijs bleibt nach einem Überschlag sogar auf dem Dach liegen. Dem Race Director bleibt nur eins, Rennabbruch. Preining gewinnt zwar, aber irgendwie war das Ganze brotlos. Rennen zu kurz und Punkte gibt's keine. Nach der Safety-Car-Phase kam es dann zum Restart und der Carlos Rivas hat das scheinbar übersehen oder weiß ich auch nicht, was bei dem im Kopf vorging. Und dann ist scheinbar der Sandro Kaibach hinten voll in mich reingeknallt und hat es mich weggedreht. Und was sagt der mutmaßliche Auslöser der Aktion dazu? Ab vorletzten Kurve schon auf Attacke und ich hatte halt in den letzten Turn hatte ich Probleme mit einem Reifen und musste ein bisschen langsamer, weil ich sonst eingeschlagen wäre. Und weil der hinter mir hat das nicht mitbekommen und nicht vorbeigefahren, sondern in mich rein. Und dann den Rest weiß ich nicht. Entwarnung zumindest bei MRS Racing. Ihr Schützling ist mit dem Schrecken davongekommen. A big crash happened in front of me and a crash in a crash. Hit the barrier, rolled the car and yeah, the car looks pretty bad, but I feel fine for the moment, so I was lucky. Mit einem Paukenschlag geht Lauf 1 also zu Ende. Und auch im zweiten Zandvoort-Rennen geht die Post ab. Außerdem nach einer kurzen Pause Rangelei in Pink. Wer holt den Titel? Kann machen, was ich will, schneller geht's nicht. Daumen drücken beim zweiten Teil unseres Saisonrückblicks. Der Porsche Carrera Cup mit Lauf 2 in Zandvoort. Von der Pole aus macht sich der Niederländer Jaap van Lochen bei seinem Heimspiel vorneweg aus dem Staub. Ein zweiter Lokalmatador hat da schon mehr zu kämpfen. Larry ten Voorde setzt sich in den ersten Runden beherzt mit Gastfahrer Ayan-Jan Güven auseinander bis zu dieser Berührung. Der Türke dreht sich, kann aber zumindest weiterfahren. Rennunfall heißt es wenig später aus der Race Control und weiterhin volle Attacke bei ten Voorde. Zwischen dem 21-Jährigen und dem Podium befindet sich nur noch Dylan Pereira, an dem sich der Niederländer scheinbar mühelos vorbeischiebt. Routinier Lap van Lochen gewinnt am Ende vor Tabellenführer Thomas Preining. Larry ten Voorde zum vierten Mal in diesem Jahr auf dem Podium. Am Ende wird ten Voorde Dritter in der Meisterschaft. Ein toller Erfolg auch für sein Team Project One. Die Truppe aus Lohne hatte 2018 ein Riesenprogramm. Dieses Jahr haben wir uns, ich sage jetzt mal, einen Berg Arbeit ans Bein gebunden, was wir logischerweise freiwillig machen und auch gerne machen. Aber im Vergleich zu letztem Jahr natürlich komplett anders ist. Wir haben jetzt drei Rennserien, die wir fahren. Das ist der Carrera Cup, der fester Bestandteil von unserem Programm ist. Das ist wieder der Supercup, der dazukommt. Und das ist die FIA World Endurance Championship, also die WEC, was logischerweise den meisten Aufwand für uns bedeutet. Eine enorme Belastung, vor allem für die Mechaniker. Egal wie viel oder wie wenig Zeit wir haben, die Autos werden komplett auseinandergenommen. Da kommen die Stoßdämpfer raus, da kommen die Antriebswellen raus, da kommen Motor und Getriebe raus. Und alles das, was wir prüfen und aufmachen dürfen, wird auch geprüft. Ein Arbeitsaufwand, der sich in den vergangenen Jahren schon mehrfach gelohnt hat. Davon zeugen die alten Siegerfahrzeuge von Philipp Eng, Christian Menzel und René Rast. Viermal konnte Project One bereits den Porsche Carrera Cup Deutschland für sich entscheiden. Und das sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung. Für den Erfolg hat der US-amerikanische Project One-Pilot Michael de Quesada seinen Wohnsitz zeitweise in die niedersächsische Provinz verlegt. Um den Kulturschock jedoch in Grenzen zu halten, stellt Project One ihm einen Landsmann zur Seite. John Johnston, selbst ehemaliger Carrera Cup-Pilot. Ich höre für die Jungs Kommunikation mit dem Team. Auch ja, wie man die Verantwortung für die eigene Kommunikation
wirklich anpackt, nimmt. Es ist manchmal schwer für einen Jungen, der aus den USA zu kommen ist, dass diesem ganz direkt Art von Kommunikation von den Deutschen ist, dass manchmal sagen die Jungs, hey, jeder ist böse zu mir, weil in den USA wir sind etwas rundum in die, die Kommunikation, so zu sagen, nee, sind die nicht böse, die sind einfach direkt. Klar, dass da auch ein kleiner Deutschkurs nicht fehlen darf. Ich komme aus Florida. That's a good one. I'm from Florida. Ich bin Renfahrer. I don't know. That's the most important one. Junge. Okay, so ich bin Renfahrer. Call me child. Ich bin Renfahrer. Yeah, that's a little better. But still the R. The R is tough, isn't it? Dann ist für Michael de Quesada und über zwei Dutzend weitere Kapiloten Sächsisch angesagt. Der Sachsenring eine halbe Autostunde westlich von Chemnitz. Fanden die Rennen bis 1990 noch auf einem 8,7 Kilometer langen Stadtkurs statt, geht es heute über anspruchsvolle 3,6 Kilometer. Für Michael de Quesada ist es ein lohnender Ausflug. Der 18-Jährige holt sein zweites Top-10-Ergebnis in diesem Jahr. Und auch die hier werden das Sachsenring-Wochenende in guter Erinnerung behalten. Als Thomas Breining zum siebten Mal in dieser Saison die Zielflagge als erster sieht, ist die Teamwertung vorzeitig entschieden. Zugunsten von BBT Lechner Racing. Für das traditionsreiche Team ist es im Porsche Carrera Cup der zweite Titel in dieser Wertungsklasse. Teamwertung sagt schon alles aus. Das gehört mehr dazu als wie zwei Fahrer oder eine Familie, die schon lange Motorsport macht, sondern gehören viele begeisterte Menschen dazu. Und ich glaube, das ist der Dank und den möchte ich weitergeben an jeden. Dieses Jahr stand immer mindestens ein Lechner-Pilot auf dem Podium. Ein Team, das auf der Geschichte eines Mannes begründet ist, Walter Lechner. Mit 26 Jahren macht der Senior einen harten Schnitt, wechselt von der Gastronomie in den Motorsport. Hier sammelt er von nun an Titel, wird Formel Ford Europameister, startet in Le Mans und in der Can-Am-Serie. Nur einen Steinwurf vom Salzburgring entfernt ist der Hauptsitz von Lechner Racing. 2014 gegründet von Walter Junior und Robert Lechner. Das erste Mal, wo wir Porsche gefahren sind, war 1985. So, das ist jetzt schon 33 Jahre her. Lechner Racing sammelt in seiner 40-jährigen Geschichte über 40 Titel ein, davon 16 in den Porsche Markenpokalen. 90% von der ganzen Arbeit passieren hinter verschlossenen Türen zu Hause und das bekommt man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so mit, aber im Endeffekt sind es nur Bruchteile von allem, was dann im Endeffekt auf der Rennstrecke passiert, vor allem beim Testen und ein bisschen was natürlich auch beim Rennen dann. Aber im Endeffekt muss da schon alles passen und man muss nur noch hinkommen und abliefern. Noch einmal hieß es 2018 abliefern und die Frage war nur noch, wer liefert den 17. Markenpokaltitel für Lechner Racing? Ammermüller oder Breining? Wer wird Carrera Cup-Meister 2018? Ammermüller feierte einen Doppelsieg beim Auftakt in Oschersleben. Danach musste der amtierende Supercup-Champion dem Youngster in jedem Rennen den Vortritt lassen. Die Ausgangssituation im badischen Motodrom ist also klar. Ammermüller muss vor Breining bleiben und auf einen Ausrutscher des Österreichers hoffen. Breining aber auf der Pole, Ammermüller nur auf der 4. So geht's in den vorletzten Lauf des Jahres. Beim Anbremsen von Kurve 2 knirscht es dann auch schon das erste Mal. Ammermüller und Van Laren mit der Berührung. Der Holländer dreht sich raus. Ich habe ein bisschen Platz gelassen, aber nicht viel. Normalerweise kannst du das nicht an jener Seite, ist es schmutzig, das geht gar nichts. Aber er hat lockiert und dann hat er mich berührt. Rennunfall heißt es aus der Race Control. Ammermüller schiebt sich wenig später an Teamkollege Pereira vorbei. Dann kracht es erneut. Dreher Dylan Pereira. Und die Wiederholung zeigt, dass sich Larry Tenforde in Gelb beim Anbremsen der Spitzkehre minimal vertut. Dieses Mal gibt es eine Durchfahrtsstrafe. Aber das alles ist nur Makulatur. Was zählt, ist Saisonsieg Nummer 9 für Thomas Breining. Und der bringt den Meistertitel. Die Konkurrenz chancenlos. Kann machen, was ich will. Schneller geht's nicht. Wie gesagt, von dem her bin ich zufrieden im zweiten Platz. Weiß nicht, warum der Breining so viel schneller fahren kann, aber ich kann es nicht. Breining fährt Kreise um die Konkurrenz. 10 Siege, 11 Poles und 11 schnellste Rennrunden.
Ja, Bombe. Kann mich nicht besser fühlen. Ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch im Fahrerlager, von dem her alles perfekt. Vom Porsche Motorsportchef höchstpersönlich gibt's den Pokal und dazu auch richtig viel Anerkennung. Was wirklich außergewöhnlich ist, ist die Konstanz, die er hinlegt. Also man kann sich absolut verlassen, man weiß es, bevor es losgeht, er wird eine Pole Position fahren und lässt sich jetzt, sage ich mal, von dem Erfolg auch nicht ablenken. Also er wiederholt es und ist also sehr beeindruckend. Das war der Carrera Cup 2018, wobei nach der Saison ist vor der Saison und so ging es am nächsten Tag direkt weiter. Wir sind hier heute am Hockenheimring in Baden-Württemberg bei den sogenannten Porsche Carrera Cup Deutschland Experience Days. Das ist eine Veranstaltung, die wir traditionell durchführen am Tag nach dem Saisonfinale, wo wir den jungen Fahrern die Gelegenheit geben, mal in den Magdeburger reinzuschnuppern, mal sich mit den Teams zu unterhalten, auszutauschen und einfach mal zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt in den Magdeburgern bei Porsche. Aller Anfang ist schwer. 2x20 Minuten hatten die Youngster Zeit, um den Porsche 911 GT3 Cup kennenzulernen. Der Cup Porsche gehört zu den am schwierigsten zu fahrenden Rennautos der Welt. Wer ihn beherrscht, kann in jedem Fahrzeug schnell sein. Das hier ist perfekt, weil man wirklich mal den Einblick bekommt in das Auto, in den ganzen Cup selber auch. Also das ist wirklich perfekt, besser geht's nicht. Ja, das war schon immer ein Riesentraum von mir und da ich auch später ins GT3 Auto möchte, ist es perfekt, hier teilzunehmen. Es ist natürlich ein wahnsinnig extrem tolles Gefühl. Einerseits kennt man natürlich diesen Porsche 911 durch ein wahnsinnig Prestige-Auto. Andererseits ist es natürlich auch, das ist wirklich einfach Beschleunigung. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden, Topspeed 270 Sachen. Das ist der Porsche Carrera Cup Deutschland. 2019 wird der Nachfolger von Thomas Breining gesucht. Wer es wird, das erfahren Sie hier auf Sport 1.